Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Dunkles. Ich kann es spüren. Dies ist ein neuer Anfang. Für die einen bedeutet das Krieg. Für die anderen Kontrolle. Ist eine Weile her. Es hat sich viel verändert. Es gibt Gerüchte über Thrawns Rückkehr als Erbe des Imperiums. Wir sollten auf das Schlimmste gefasst sein. Die Jedi fielen schon vor langer Zeit. Es sind nicht mehr viele übrig. Womöglich ist es Zeit für einen Neuanfang. Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Ken! Put the radio blast and goes cruising just as fast as she can now! Ich könnte doch bei dir übernachten. Wieso? Weil wir zusammen sind. Was machen wir dann? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, Ladies, jetzt geht's los. Was machst du denn hier? Ich komme mit dir. Hast du deine Rollerblades dabei? Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Ah, sieht aus, als wäre der Strand zu viel Strand für dich, Ken. Wenn ich nicht schwer verletzt wäre, würde ich dich in den Sand stoßen, Ken. Ich stoß dich überall rein, Ken. Wer ihn stößt, muss mich erst mal stoßen. Ich hab nichts dagegen, euch beide irgendwo zu stoßen. Komm, beide stoßen mich doch. Niemand stößt hier irgendjemand irgendwo. Sorry für die Verspätung. Also, an meinem Geburtstag? Wir haben gedacht, wir drei könnten zum Ferienhaus meiner Eltern fahren. Du bist doch dabei, oder? Komm, das wird lustig. Es hat sich so ergeben. Ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Erinnerst du dich, was ich dir erzählt habe? Diese Verkaufssache? Sieht so aus, dass sie mich doch brauchen. Wieso? Hat sich wohl so ergeben. Was mache ich dann ohne dich, meine kleine Süße? Wir sind so froh, dass du hier bist. Happy Birthday! To me! To you! Wir möchten einfach nur, dass du dich mal entspannst. Warum entspannen? Meine kleine Süße. Hey, Baby! Ist alles okay? Was ist los? Ich werde wohl etwas früher nach Hause fahren. Seit wann ist er dir wichtiger als wir? Alice. Darling. Ich hab ihn belogen, da ist doch klar, dass er wütend ist. Belogen? Über was denn? Darüber, dass ich hier bin. Das, mein Mädchen. Ich wusste nicht, dass du kommst. Ich bin sicher, Alice wird das alles später noch erklären. Tut es dir leid, was du getan hast? Wie sollen wir zusammen glücklich werden, wenn wir uns nicht vertrauen können? Wo
Woher weiß Simon, dass du hier bist? Er hat meine E-Mails gelesen. Ich habe von dem Mädchen gelesen, das verschwunden ist. Ich mache mir Sorgen um dich. Meine kleine Süße. Das soll für dich Liebe sein? Ich verstehe nicht, wieso dich das was angeht. Simon liebt mich. Ich bin glücklich. Warum hast du ihn angelogen? Ich kann nicht schon wieder was falsch machen. Meine kleine Süße. Ich bin der Einzige, der dich wirklich kennt. Alice. Alice. Darling. Niemand liebt dich, so wie ich dich liebe. Meine kleine Süße. Julius Caesar! Schon bald werde ich der Kaiser von China sein. Voll nicht warm gemacht. So ein Armleuchter. Egalia! Hallihallo, Freunde! Nein! Vini, Vidi, Vici. Wir haben jetzt die neuen Outfits bekommen. Kürzer als die alten. Was für ein Zufall. Wer kann, der kann. Oh, du schon wieder. Kuckuck, Julius! Sei tapfer, hinterlistig. Mit einem Wort. Seid Gallier! Schön vorsichtig, denn da ist ordentlich was drin. Ja. Hast du davon getrunken? Ich hab nur ein bisschen abgeschmeckt. Ich darf das nicht trinken, weil ich da als Kind mal reingefallen bin. Doch, dann tut's nicht so toll weh. Für Sie, Ihren Ehemann und das Baby beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich verordne Ihnen Bettruhe bis zum Ende der Schwangerschaft. Nun beginnt eine wohlverdiente Ruhepause. Auf ein Leben gerechnet sind 9 Monate keine lange Zeit. Und wie die meisten werdenden Mütter, werden sie warten. Und warten. Diese letzten Wochen ziehen sich manchmal ein wenig hin. Willst du spielen? Sorgen Sie sich nicht. Atmen Sie ganz ruhig. Ich habe seltsame Geräusche gehört. In diesem Haus geht irgendwas vor sich. Gegebenenfalls können Ihnen Medikamente verabreicht werden. So bleiben Sie ruhig und gelassen. Entspannen Sie sich. Sie werden nicht allein sein. Bleiben Sie zuversichtlich. Jeder wird irgendwann ein bisschen ungeduldig. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Was geht jetzt in Ihrem Körper vor sich? Atmen Sie ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar. Entspannen Sie sich. Fick dich! So finden Sie Ruhe. Verzeihung, Mr. Reyes. Kratzt du noch den Kaugummi von der Liege oder was? Oh. Es fühlt sich alles gerade so unerreichbar an. Du landest immer auf den Füßen, Bro. Du bist Jaime. Wir kommen nicht oft raus. Jenny. Schütze es mit deinem Leben, aber mach es nicht auf. Du wolltest uns Jobs besorgen und kommst mit einem Hamburger zurück? Ich glaube nicht, dass das ein Burger ist. Du hast nicht nachgesehen? Was zum Teufel ist das? Wie hast du es dazu gebracht? Ich glaube, es mag mich. Du siehst in deinem Gesicht! This ain't what you want. This ain't what you
Mit wird verbunden. Wer hat das gesagt? Oh, ich bin im Weltraum. Bereit zum Wiedereintritt. Warte. Oh, das geht hier ab. Es heißt Skarabäus. Es ist eine Art Weltvernichtungswaffe. Es beschützt seinen Wirt. Manchmal tut es, was du willst, und manchmal auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Bus zerteilt. Der Skarabäus hat dich auserwählt. Aber er gehört mir. Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach. Das Universum hat dich beschenkt. Und du musst dir überlegen, was du damit machst. Was immer du dir vorstellst, ich kann es erschaffen. Lass uns Spaß haben. Gute Wahl. Das Batman-Zeug. Batman ist ein Faschist. Überraschung! Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Einen für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte? Keine Bewegung. Wir müssen hier verschwinden. Stopp! Entschuldige. Helena! Dr. Jones, findet ihn. Hitler machte Fehler. Und damit werde ich sie korrigieren. Sie haben es gestohlen. Dann haben Sie es gestohlen. Und dann habe ich es gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus. Stalin! Schnallen Sie sich an. Es könnten Turbulenzen auftreten. Du hast deine Chancen genutzt. Fehler gemacht. Und jetzt ein letzter Triumph. Mach ihn in die Hölle heiß, Indiana Jones! Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. 9-mal angeschossen. Auch einmal von deinem Vater. Ah! Entschuldigung! Doch danach habe ich gesucht. Mein ganzes Leben. Die brannten. Und alles war zerstört. Es war Athena. Sie war es. Ich war das. Wir passen auf, dass das nicht passiert. Ich hab dich im Ring gesehen. Du bist derjenige, Seiya. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Hyena hier die Reinkarnation der Göttin Athena ist? Und du bist auserwählt, sie als Krieger des Zodiac zu beschützen. Wie fühlt sich's an, so als Göttin? Manchmal fühle ich mich nur wie ein Gast in meinem eigenen Körper. Bist du bereit zu trainieren? Der Pegasus-Krieger ist mutig. Demütig. Und bereit, sie mit seinem Leben zu schützen. Wie zur Hölle machst du das? Der Krieg, der uns bevorsteht, wird wie keiner zuvor. Ich muss den Rest von uns vor ihr beschützen.
Denkst du, ich wollte das alles hier? Seine Stärke ist auch seine Schwäche. Lernt er sie zu beherrschen, wird ihn niemand mehr aufhalten können. Ich denke mal, anschnallen wäre besser. Denkst du, du bist der Einzige hier? Fury, seit du weg bist, ist alles noch viel schlimmer geworden. Was glaubst du, warum ich zurück bin? Du bist nicht in der richtigen Verfassung für den Kampf, der vor uns liegt, alter Freund. Ich nehme das persönlich. Nur sehr wenige wissen von den Kriegen, die auf diesem Planeten im Verborgenen ausgefochten wurden. Fühlst du dich schuldig? Wo sind die Avengers? Ich muss in diesen Krieg ziehen. Allein. Sie sind der meistgesuchte Mann auf diesem Planeten. Sie wissen nicht, was die mit ihnen vorhaben. Der große Nick Fury. Eine letzte Schlacht. Manchmal müssen wir, um das Richtige zu tun, das aufgeben, was wir am meisten wollen. Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Jeder kann die Maske tragen. Aber wie du sie trägst, darauf kommt es an. Miles! Willst du hier raus? Oh, Gwen? Warte mal, es gibt eine Elite-Gruppe, der die besten Spider-Leute angehört? Oh ja? Wer ist der Neue? Das ist echt unglaublich. Das ist die Lobby. Miguel O'Hara. Das Ganze hier war seine Idee. Was muss man tun, um im Spider-Team dabei zu sein? Du kannst nie Teil davon sein. Ich will gar nicht erst anfangen von Dr. Strange und dem kleinen Nerd auf Erde 1999-99. Komm schon, sei nicht so hart zu dem Kleinen. Er hatte einen ganz furchtbaren Lehrer. Peter! Miles! Mayday! Du hast ein Baby? Ich hab ein Baby. Ich übernehme das jetzt. Miles, Spider-Man zu sein, heißt Opfer zu bringen. Du hast die Wahl, eine Person zu retten oder alle Welten. Schick mich nach Hause. Das kann ich nicht tun. Ich kann beides. Spider-Man hat doch immer... Nicht immer. Und was ist mit Onkel Ben? Ohne Onkel Ben wären die meisten von uns gar nicht hier. Can't stop me now! Du kannst nicht ewig davonlaufen, Kleiner. Ich kann nicht noch einen Freund verlieren. Miguel, das habt ihr so nicht besprochen. Du hast es gewusst? Du weißt nicht, was du da tust. Alle sagen mir ständig, wie meine Geschichte ablaufen soll. Nein, ich mach mein eigenes Ding. An alle Einheiten, stopp Spider-Man! Du? Warte, du? Und dann sah ich zu meinem Onkel und... Lass mich raten, er ist gestorben. Du.
Hey du, sag mal. Gibt es hier eine verlassene Stadt? Ich suche nach einer Tür. Hatte er nicht von einer Tür gesprochen? Das kann nicht sein! Unmöglich! Was? Wir müssen sie schließen, oder nicht? Das Gewicht menschlicher Emotionen hält unsere Erde im Lot. Verschwinden sie, können sich neue Pforten öffnen. Suzume? Das lässt die Erde beben. Ich mag dich. Aber du bist im Weg. Was geschieht hier? Das muss ein Traum sein! Das ist doch völlig verrückt! Sota? Oh Mann! Das wird eine gefährliche Reise. Du solltest nicht mitkommen. Ist ja nicht so, als ob uns eine Wahl bleibt. Was? Du kommst aus Kyushu und suchst dir eine Katze? Es werden jetzt gleich viele Menschen sterben. Sota, nein! Warte! Pass auf! Du musst sie abschließen! Bitte! Ich kann es nicht selbst tun! Sota hat versagt. Stimmt doch, oder? Hast du denn überhaupt keine Angst? In einer Welt ohne Sota zu leben, das macht mir Angst! Wie könnte ich je vergessen? Ich werde dich retten, versprochen. Er gibt einfach nicht genug Acht auf sich selbst. Ich habe das Gefühl, was du tust, ist von großer Bedeutung. Zurück in deine Hände! Zurück in deine Hände! Komm mich wieder besuchen. Ciao. Wir sehen uns bald wieder. Hey. Gehen wir. Aus dem Weg! Tyler, vor 9 Monaten warst du klinisch tot. Aber du hast dich zurückgekämpft. Dafür bist du zurückgekommen. Wieso?